Guten Tag, Wache. Dann nehmen wir wieder unsere obligatorischen Angriffe. Du bist dran! Willst du wirklich nicht erleben? Betäubt, das ist so geil. Das ist ja wohl echt der Hammer. Cool. So, bluten. Schwache. Stellt augenblicklich einen kleinen Teil der Gesundheit des Anwenders wieder her und heilt diesen von einer Verletzung. Das ist natürlich auch cool. Okay, nehmen wir erstmal hier rein. Ein Bogenschütze. Ja, die gehabt. Das übliche erstmal. Ich hoffe, ihr habt ja nichts gegen, dass ich das jetzt so so ein bisschen taktisch mache. Alles ein bisschen. Das ist zwar nicht wirklich taktisch, was ich hier mache. Aber ich kann ja mal so tun, als ob. Lass es uns schnell beenden! Ich hoffe, da macht YouTube mir keinen Strich durch die Rechnung, weil da ist gerade der Kopf abgeflogen. Aber okay. Ein Waffengestell. Oh. Was haben wir da? Kurzbogen, Armbrust. Das nehmen wir alles einmal mit. So, hier haben wir noch mehr. Großschwert. Das. Ich weiß nicht, ob wir hier auch Sachen verkaufen können. Ich werde erstmal alles mitnehmen, was da ist. Nur ein Rüstungsständer. Okay. Eine Lederrüstung. Das ist gut, weil wir sind jetzt Schurke, wir können nur die leichte Rüstung tragen. Rüstung. So. Wir haben ja nur ganz normale Kleidung. Und Adea Stiefel, die haben Rüstung 1. Und die haben. Das ist eigentlich genau dasselbe. Nee, das ist weniger. Alles klar. Dann ziehen wir das einfach mal an. Und er kriegt die Lederstiefel. So. Ja, jetzt haben wir auch eine. Den Helm finde ich sowas von hässlich. Aber naja. Nutzt ja nichts. Halt. Nee, ich finde den Helm voll hässlich, aber. Naja, es ist Schutz. Los geht's! Oh. Hauptmann der Wache. Ups. Ach, es wird gleich automatisch gespeichert. Das ist natürlich auch gut. Gut. Eine weniger auf der Welt, die Elfen ausbrütet. Schade eigentlich. Astreiner Körper. Sie ist noch warm. Wenn man nicht zu wählerisch ist. Alter, ist das euer Ernst? Schnauze, ihr beiden. Wir haben Gesellschaft. Du bist hier im falschen Zimmer. Jungs, ihr wisst, wie es läuft. Keine Zeugen. Okay. Drei Leute. Einmal unter die Gürtellinie. Du klopfst den Hauptmann der Wache nieder. Er muss jetzt auch dran glauben. Das gibt's so nicht. Der Körper ist noch wahr. Sie haben sie umgebracht. Das kann doch nicht sein.
Und wir müssen die anderen retten. Sollten wir uns beeilen. Ab jetzt zählt jede Sekunde. Jede Sekunde zählt. Wir müssen leise sein. Ja, aber erstmal gut. Los geht's. Fechtergurt. Plus 4 Angriff. Ein bisschen Gold und einen Mundumschlag. Das sieht doch gut aus. 10. Was haben wir bei ihm? 6. Ein Fechtergurt. Da ist er, okay. Plus 4 Angriff. Ich glaube, das nehmen wir mal. Das könnte uns vielleicht gut tun. Und ich denke mal, er wird eh nicht dabei sein. Schwache Verletzungsausrüstung. Haben wir jetzt, glaube ich, 2 von. So. Ich glaube, bis der da seinen Bogen rausgeholt hat, ne? Liegt ja schon lange auf dem Boden. Ja. Betäubt. Ich finde das so genial. Es geht uns gut. So, einmal bitte looten. 24 Kupfermünzen. Okay, das hört sich nach Hunden an. Okay. Eisenkiste. Oh, entriegelt. Na gut, so viel war da jetzt nicht drin. Ich habe mich schon voll gefreut. Eine Eisenkiste. Uiuiuiui. Okay. Hundetrainer. Also 3 Gegner. Ja, wieder das Übliche. Raus damit! Ich klär das! Genau. Erstmal Tür zu machen, bevor es weitergeht. Es ist doch wohl nicht wahr. Es ist einfach umgefallen. Mabari-Kekse? Okay. Nehmen wir. Doppelt gebackene Mabari-Kekse. Also ein Zwieback. Ja. Holzkiste. Jade. Sieht nett aus. Nee, die lassen wir lieber drin. Ist mir doch lieber. So. Gehen wir erstmal hier rein. Bin schon unterwegs. Oh, im Ernst? So viele Gegner hier. Aber egal, das bringt ja XP. So. Schnell! Das glaube ich auch so lange, ne? Oh, da vorne kann ich looten. 10 Kupfermünzen. Besser als nichts. Da ist eine Truhe. Ein Riegel, ja. Blutbefleckter Schild. Nehmen wir einfach alles mit. Weil es ja eventuell Geld bringen kann. Falls wir es verkaufen können. Mal schauen. Ja! Boah, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das wird doch dauerlangweilig. Was?
drück immer die Taschenmaustaste. Oh, schon wieder Kopf ab. Oh Mann. Ja, Truhe entriegelt, einen Tiefenpilz. Nehmen wir alles mit. Sonst ist hier nichts drin. Na, jetzt hängen wir nicht mehr fest. So, was haben wir hier? Irgendwie nix. Ich glaube, da geht's irgendwie in den Kerker runter oder so. Oh. Und da ist noch eine Wache. Wir werden uns aber erstmal um die hier kümmern. Dürfte der eigentlich recht schnell weg sein. Das mache ich. Und hier ist nichts zu holen. Da steht was. Ach so, eine einzelne Wache. Und kloppen wir die erstmal weg? Ja, dann kloppen wir die erstmal weg. Nur so zur Vorsicht. Was ist denn? Ernst? Du kommst da nicht hin? Jetzt aber. Ah, gerade so. Gerade so kommt er da. Wache. Ich frag mich, warum er unbedingt da unten ist. Der kommt jetzt mit seinem Schildschlag noch hinterher und haut ihn auch noch um. Genial eigentlich. So, einmal looten bitte. 10 Kupfermünzen. So, dann werden wir hier erstmal uns noch weiter umsehen. Bin schon unterwegs. Ja, schön. Oh, Schlüssel erforderlich. Ja, da haben wir keinen irgendwie. Schade. Was haben wir hier? Oh, entriegelt. Ja, wir sind zu. Oh. Gut, wie üblich. Ah, doch, ich komm, doch. Los, gebt mir ein Zeichen! Keine Zeit, gehen wir weiter! Noch ein Punkt für mich! Das Ding fix! 11 Kupfermünzen, nochmal 11 Kupfermünzen. Eine verzierte Truhe. Entriegelt. Geerbte Halskette. Geistresistenz. Okay. Was bringt mir Geistresistenz? Hm. Mal weiter gucken. Da waren wir noch nicht drin. Los geht's! Ja, ist ja gut, aber es geht noch nicht los. Ich denke mal, dahinter wird es gleich richtig losgehen. Und speichern wir erstmal. Ja, speichern wir bitte. Natürlich! Ein großer Raum. Schwacher Wärmebalsam. Was haben wir da?
Rundum. Im Glas ein Rundumschlag. Okay. Und das auch noch ein Rundumschlag im Glas. Elfenwurzel. Was macht die denn da? Das sieht ein bisschen creepy aus gerade. Da kommen. Und die Anhänger. Was macht die da? So. Ich glaube, wir müssen hier weiter. Ist ja auch irgendwie der einzige Weg. Ach, wird automatisch gespeichert. Wie nett. Da war eine Falle. Ach, guck mal, da war sie. Das ist jetzt doof. Das war sogar richtig doof. Scheiße. Was war das denn bitte? Was mache ich? Er hat aber ein volles Schlag aus dem Auge gekriegt. Pass auf! Gut, du bist dran! Bleib nicht da, so ein bisschen stark. Ich hasse das! Der war echt richtig stark. Bitte alles nehmen. So, bei mir ist schon wieder voll. Ja! Oh, er regelt. Was haben wir hier? Was hast du denn für ein Problem? Private Dokumente. Nehmen wir mal alles mit. Das könnte ja vielleicht noch hilfreich sein. Eventuell. Holzkiste. Was haben wir drin? Ein Bergkristall. Eine Vase. Bin schon unterwegs. Ja. Gravierte Silberschüssel. Ich denke mal, jetzt sind wir gleich da. Das speichern wir vorher nochmal. Ja, das können wir schreiben. Wir sind wieder voll aufgepowert. Jo. Na, was haben wir denn hier? Keine Sorge. Wir machen mit den beiden kurzen Prozess. Halt's Maul, Idiot! Sie sind mit genug Blut befleckt, um eine Badewanne zu füllen. Was denkst du, bedeutet das? Ja. Das heißt, dass eure Wachen tot sind. Nein, nein, nein. Wir wollen doch nicht vorschnell handeln. Man kann über alles reden. Glaubt ihr wirklich, dass Reden jetzt so hilft? Bitte. Bring mich weg von hier. Ich will nach Hause. Denk eine Minute darüber nach. Wenn du mich tötest, zerstörst du damit nicht nur dein Leben. Im Morgengrauen schwimmt die Stadt in rotem Elfenblut. Denk nach. Du weißt, wohin das führt. Wir können aber auch darüber reden. Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Wie komisch nett der jetzt ist, ne? Ihr wagt es uns zu drohen? Letzte Chance! Töte mich und zerstöre damit alles, was dir am Herzen liegt. Oder hör mich an, dann wendet sich dein Leben zum Besseren. Aber was ist, wenn er recht hat? Sie werden das Gesindeviertel erneut niederbrennen. Ich denke mal, das werden die so oder so tun. Wenn du meinst, ich halte zu dir. Ha! Es bringt einfach nichts, mit Klingenohren zu reden. Ich werde euch jetzt einfach töten. Ignorantes Pack! Okay. So, das ist hier Vaughn, Lord Brain und Lord Yonalei.
So. Der kämpft mit zwei Waffen, der dahin. Denk mal, der ist gefährlicher. Dann nimmst du bitte einmal den hier. Du bitte einmal den. Nee, den bitte. Ich hab's hier noch weiter kaputt. Dann nochmal drücken auf die Linie. Das war's. Wow. Er ist tot. Bitte sag mir, dass wir richtig gehandelt haben. Ich denke mal, dass die Frauen in Sicherheit sind, ist, sind... Ich sehe im hinteren Raum nach den anderen. Shiani braucht dich. Ja gut, alles klar. Aber vorher... looten. Lyriumtrank. Geht gut, wenn wir Magier sehen, aber ich denke, das kann man dann noch kaufen. Lass mich nicht allein! Bitte, bitte bring mich nach Hause! Jo, nicht weinen. Wir gehen nach Hause. So viel Blut. Ich kann gar nicht hinsehen. Es ist überall. Du hast sie getötet, oder? Du hast sie alle getötet. Ja, die Hunde. Gut. Gut. Wird sie wieder? Ihr geht's gut. Wo ist meine Frau? Mir geht's gut. Deiner Freundin weniger. Sie sagten, sie würden uns für später aufsparen. Ich kann kaum glauben, dass du gekommen bist. Und ich glaube, wir müssen hier als allererstes raus. Ich sichere nach hinten. Ich kann's kaum erwarten, hier rauszukommen. Und wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.